In den Nachlässen, die in unserem Haus verwahrt sind, finden sich vielfach auch Zeugnisse über die Essgewohnheiten der berühmten Dichter, Künstler und Wissenschaftler. Das sind handschriftliche Rezeptsammlungen, Kochbücher aus den Familien, Küchenzettel und Wirtschaftsbücher, Briefe, in denen Bestellungen vorgenommen werden und Rechnungen, bis hin zu verschiedensten Menü- und Speisekarten aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Wir haben in der Ausstellung auch eine Weinbestellung Christoph Martin Wielands, von der wir auch die näheren Umstände kennen. Am Abend des 14. Oktober 1806, am Abend der Schlacht bei Jena und Auerstedt, hat er eine Einquartierung von 6 bis 7 Husaren, wie er selbst schreibt. Und die tranken ordentlich Wein und er bestellt halt bei den Gebrüdern Rahmann baldigstmöglich Nachschub. Der Sardellensalat erfreute sich im 19. Jahrhundert allgemeiner Beliebtheit. Er gehörte auch zu Goethes Lieblingsspeisen. Das wissen wir auch aus seinen Rechnungsbüchern. Vielfach bestellte er Portionen Sardellensalat in sein Haus am Frauenplan. Vielleicht hat ihn auch seine Schwiegertochter Ottilie damit verwöhnt, denn in ihrer Rezeptsammlung findet sich auch ein Rezept zum Sardellensalat.